Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Inken in Thüringen 2. Heute werde ich noch ein bisschen Holz verkaufen. Und dann haben wir es auch für die Woche heute geschafft, denke ich mal. Dann seid mal viel Spaß. Und was machst du? Ich werde noch 20 Hektar düngen heute. Ich hoffe, dass ich es noch schaffe. Aber ich glaube schon. Glaube ich auch. Was für ein großes Gerät. Und ich habe lange Bäume, die wollen alle zum Sägewerk. Oder kaufen wir jetzt eins? Ich glaube, ich kaufe mir jetzt ein Sägewerk. Felder kaufen wollte ich jetzt nicht mehr. Das kommt denn hier so hin. Das heißt mal, zum Sägewerk gehören ja auch mehrere Gebäude zu. Wir fangen an mit dem Sägewerk. Das kostet nur 400.000. Mal schauen, wie groß das ist. Das ist ziemlich groß. Das ist sehr groß. Aber das passt dahin. Wir müssen drehen. Mal aufpassen, nicht so hochheben. Und da ist das Sägewerk. Gleich mal bestaunen. Ja, Sägewerk. Das gibt's. Brauchen noch eine Verkaufsstation kaufen. Und schon können wir unser fertiges Holz verhökern. Einen besseren Preis. Hat doch das Gelände mit angehoben. So, da haben wir es. Hier ist das Sägewerk. Hier brauchen wir ja Produkte, kriegen wir raus, Rindenmulch, Bretterpaletten, Holzbalken und Hackschnitzel. Und die brauchen nur Holz als Rohstoff. Hier kommen die hinten Luft, nur angleichen. Und hier kommt das Holz rein. Das sägt schon, ohne dass wir Holz haben. Und hier wird alles schön verarbeitet. Wir werden mal gleich mal die Fuhre herfahren. Oje. Aber erstmal ein bisschen angleichen. Mit Bodenbearbeitung. Sonst war das nichts. Und zwar modellieren. Ich habe das ein bisschen zu hoch angesetzt. Naja, weil das Gelände hinten höher ist. Aber wir gleichen das an. Und zwar, mal gucken, anheben. Angleichen mit der Maus. Zur Straße ein bisschen angleichen. Dass wir hier rauffahren können mit dem LKW. Und hier müssen wir ein bisschen planieren, und zwar bis daran, dass wir das mit beiden Tasten die Höhe hier hoch überholen, also angleichen. Man muss bei Terraform ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel auf einmal macht, denn das kostet ja alles Geld. Und wenn wir jetzt zu viel machen oder die verkehrte Taste drücken, dann haben wir schnell die Alpen hier gebaut und sind pleite.
Fast. Deswegen muss man ein bisschen mit Gefühl arbeiten. Wer ein bisschen unsicher ist, man kann sich auch den Spielstand sichern. Und notfalls austauschen. Es gibt aber auch eine Backup-Datei vom Spiel. Und dann kann man das entsprechend da auch noch sichern. Also ergänzen. Man muss hier aber nur im Vorhang klar sein, nach einer gewissen Zeit ist der auch weg. So, Sägewerk steht. Mal schauen, ob ich da hochgefahren komme. Ich hoffe. So, machen wir ein Holz fest. Und fahren zum Sägewerk. Da ist jemand müde. Hast du die Woche schlecht geschlafen? Ja, wenig. Kein Mittagsschlaf gehabt heute? Ja, schon 2 Stunden. Jetzt falle ich mit dem LKW um. Aber ich habe einen Radlader, ne? Da haben wir den guten. Ich habe ja gewusst, dass ich ihn nicht verkaufe. Oder wieder abgebe. Ja, war gut, dass du den noch behalten hast. Ja, ja. Also muss ich ein bisschen angleichen noch, ist noch zu wenig. Ja, Frühstück ist schlauchend, also. Ja, da hängt irgendwie die ganze Woche noch ein wenig nach. Ich hatte ja am einen Tag, die Nacht zum Donnerstag, schlecht geschlafen. Also sehr wenig. Und das habe ich dann im Prinzip die Nacht darauf zum Freitag komplett aufgeholt. Ich habe da ja komplett, ja, bin um 3 im Bett gegangen, also auf die Couch. Und hab so gedacht, naja, mach's mal einen Mittagsschlaf und dann ist gut. Das hört die Musik dauernd aus. Ja, und dann war ich nachher um 5 wach. Der wollte noch ein bisschen am PC Bilder bearbeiten und irgendwas wollte ich machen. Und jedenfalls, nach einer Weile dachte ich mir so, naja, du wirst ja überhaupt nicht munter. Ach, du gehst gleich ins Bett, was sollst du dich so umquälen, ne? Da war ich dann wieder früh um 3 wach. Dann habe ich ungefähr 2 Stunden geschlafen. Das macht sich heute bemerkbar. So. Mal gucken, wo ich Holz ablagern kann. Glaube ich hier vorne. Punkt. Das Sägewerk arbeitet. Bei Enterprise haben sie Hypospray. Die haben keine Spritzen, die haben so ein. Da wird im Prinzip so ein Mittel auf die Haut gepustet, mehr oder weniger. Aber die 400.000, die musst du erst wieder mal reinkriegen, vom Sägewerk. Naja, die Produkte machen es nicht, ne? Ist ja Dauergeschäft. Wenn du Holz jetzt im Sägewerk kaufst, ne, ist ja ganz anders, ne? Kriegst du einmal Geld und hier kriegst du mehrere Sachen auch Geld. Aber da sag ich, dauert ein bisschen, ja.
bin ich optimistisch. Und gleich müssen wir Wurm bearbeiten hier. Da hier besser rauf können. Flanieren. Anheben leicht. Arbeitet ja schon fleißig. Es wäre blöd, wenn ich jetzt kein Material hätte, ne? Das wäre blöd. Aber so. Ja, aber du hast ja noch genügend bei mir rumliegen, ne? Jo. Oh, ein bisschen Holz. Jetzt kann ich ohne Holz mopsen. Fällt ihm auf. Er wird gleich umgewandelt in lange Einhaltstämme. Aber nee, das machen wir nicht, ne? Nee, das tun wir nicht. Wir sind ganz ehrlich. Wir sind ehrliche Garner. Genau. Bin ja gespannt. Er wollte ja noch zwei Produktionen dazu machen zum Holz, was da dann kommt. Die kommen zum Sägewerk nur dazu, oder wie? Ja. Aktuell kannst du, glaube ich, Paletten herstellen. Rindermulch. Hackschnitzel. Dann kannst du ja noch ein Heizkraftwerk bauen. Oder dann Geld kriegst für Strom. Also was. Ah, ich hab die ersten Paletten da. Bretter. So. Oh.
Auch nicht schlecht. Hat er genau eingeladen. Das ist auch nicht schlecht. Und gleich mal angleichen den Boden hier, die Senke. Da. Unmöglich, das Mal, ne? X. Also ich habe schon Holzbalken 20%, Bretterpaletten 5%. Geht schon voran. Jo. Da kommen die Balken nackig raus. Die Rinde abgezogen. Da sind die Kanthölzer. Zack. Alles voll animiert. Schön. Hektar Kartoffeln, du kriegst da einiges raus, ha? Ja, da kannst du fleißig fahren. Das ist für dich genau die richtige Mission machen wir hier. Ja, das Sägewerk hat eine eigene Verkaufsstation. Die kann man nicht dazu bauen. Denn wenn man das verkaufen will, braucht man ja den Verkauf. Das heißt, gehen wir auch wieder rein bei Global Company und hinterm Sägewerk kommen dann die entsprechenden, also hier zum Beispiel Holzkraftwerk, kann man die Hackschnitzel und die Rindermulch verarbeiten. Stammlager kann man in den Balken noch extra lagern. Balkenwickler, da wird die Balken verkauft, also gewickelt nochmal richtig. Also hier, zack, und Paletten. Das Sägewerk Produktverkauf ist ein, ja, da kann man alles reintun und da werden halt die alle verkauft, ne, Bretter, Paletten und Balken sicherlich, also Bretter und Balken. Der kostet nur 15.000, das sieht so aus. Bauen wir hier mal hin, auch nicht weit fahren.
Fertig. Schon können wir unsere Produktionsliste sehen. Aha. Bei Balken und so. Also ich kriege für Balken aktuell 1512. Paletten 1243 und Bretter 701. Nun weiß ich nicht, ob die noch mehr kosten werden. Und da gibt es noch einiges anderes hier wie. Andere Produkte, Getreide, Gras. Das kann ich aktuell nicht zuordnen. Die Fruchtsorten. Das Sägewerk. Verkauf. Na, mal sehen. Ja, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und tschüss und winke winke. Ciao. Bis, ja. Bis Freitag wieder. Tschüss. Vielleicht gibt es auch einen Livestream. Tschüss. Heute ist der Freitag. Vielleicht gibt es auch wieder einen Livestream. Mal schauen. Tschüss.